Oh, das fängt schon gut. Oh nein, nicht schon wieder diese Tochter. Nein. Oh, Niki. Der Nachbar. Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hello Neighbor. Beziehungsweise den Mods von Hello Neighbor. Es gibt zu Hello Neighbor ziemlich viele Mods, die in den letzten Monaten entstanden sind. Und ich habe mir gedacht, ich suche einfach mal die besten raus und spiele sie für euch. Und es gibt sehr viele gute Mods, es gibt auch Mods, die einfach nur absoluter Müll sind. aber ist auch egal, wir legen einfach mal los. Wer meine Videos über Hello Neighbor Hide & Seek gesehen hat, der weiß ja, dass die Tochter am Schluss gestorben ist. Es gibt jetzt hier einen Mod, der dafür sorgt, dass wir die Tochter retten können. Ich habe keine Ahnung wie, aber wir versuchen das mal. Da ist der Nachbar. Okay, wie fängt das... Oh, er hat einen Teller kaputt gemacht. Und er ist traurig, weil er den Teller kaputt... Was? Noch mehr Teller? Was war das für ein Geräusch? Ich sollte nach den Kindern sehen. Okay, und rechts unten steht jetzt die ganze Zeit, dass ich Videogame News abonnieren soll. Nur weil der Mod gemacht hat, oder was? Lass ich dir mal durchgehen, okay? Normalerweise würde ich jetzt sagen, Anzeige ist raus. Aber das Haus hat auch schon bessere Tage gesehen. Wow. Hä? Was zur Hölle? wo bin ich hier? Oh! Oh mein Gott, ich habe vergessen zu erwähnen, dass es hier ein Horrorspiel ist. Dritten Grades, nee, keine Ahnung. Ich muss die Puppen einsammeln. Soll das die Frau darstellen, die der Nachbar verloren hat? Ja, wahrscheinlich, ne? Oh, definitiv, guck mal. Der Autounfall. Einen McCheese, bitte. Ich verstehe nicht, warum... Ach, sind das jetzt die verschiedenen Phasen von Frau? Hier ist sie im Krankenhaus. Also der Nachbar hatte die ganze Zeit schon immer nur eine Puppe geheiratet. Ich kann das schaffen. Ich muss das überwinden. So, und jetzt müssen wir irgendwie die verschiedenen Phasen der Trauer durchgehen, damit der Nachbar nicht mehr leidet. Guck dich mal dieses Liebespärchen an, sind sie nicht süß? Wow. Ey, wusstet ihr ja nicht, dass man hier 20 Doofix-Videos auf einmal gucken kann? Totaler Traum, oh Gott. Aber eigentlich hat dieser Mod alles, was man braucht. Einen riesen überdimensionalen Nachbarn, ein bisschen Thai essen, Kuchen. Ist doch alles perfekt. Okay, was das ist, weiß ich jetzt zwar nicht, aber... Oh, ach so, wir haben es geschafft. Okay, das erste Kapitel ist abgeschlossen. Jetzt kommt Aggressivität. Jetzt bin ich gespannt auf den Agro-Nachbarn. Okay, was ist, wenn ich zu ihm... Wo? Bitte was? Tut mir leid, können Sie das nochmal sagen? Ich verstehe es nicht genau. Ach so. Nachbar, was macht eigentlich dein Fahrzeug für ein Geräusch, wenn du es anlässt, hä? Ach so, ah okay, jetzt fällt es mir wieder ein. Was bist du, ein Mann oder eine Maus? Und sag nicht... Verdammt! Ich muss einfach diesen wütenden Nachbarn ausweichen. Nichts leichter als da... Okay, das ist schwer. Ich darf nicht zu weit springen. Oh Gott! Ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so von einem erschreckt. Gott, das ist creepy. Du bist jetzt der Endboss, oder was? Yes. Okay, das wäre auch geschafft. Ich muss sagen, es ist gar nicht mal so schlecht, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, das nächste Level. Ach, stellt sich jetzt vor, wie er das Auto anhält, so wie der Typ aus Twilight. Und jetzt überlegt er sich, ob er den Ofen angelassen hat. Hm. Okay, gut. Also... Ich weiß zwar nicht, was das genau aussagen soll, aber es hat bestimmt eine tiefere Bedeutung. Oh, er tut mir voll leid. Der Nachbar ist eigentlich wirklich das Opfer vom Spiel, nicht unbedingt der Täter. Egal, erstmal Trampolin springen. Warum auch nicht? Ja, okay, perfekt. Es bleibt noch eines, denke ich, Akzeptanz. Na gut. Es ist genau die Szene, wo wir als Tochter gestorben sind. Rette sie, Nachbar, rette sie! Oh Gott, das ist genau die Stelle. Das war echt traurig damals. Was? Was, Bruder, was ist mit dir los? Oh Gott, warum siehst du so komisch aus? Siehst aus wie so ein Roblox-Charakter. Nein. Nein, wir sterben ja sowieso. Was hat das gebracht? Oh, der Nachbar kommt. Rettungsnachbar. Ja. Alle sind glücklich. Wenn auch krüpplich. Nee, im Ernst, sie sehen doch echt komisch aus. Oh mein Gott! Das läuft mir gerade kalten Rücken runter.
Ach Gott. Danke fürs Spielen. Ja, ich fand's ganz cool. Ich gebe dem Mod 4 von 5 Nachbarn. Wer seid ihr? Ihr seid nicht meine Kinder. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier... Oh mein Gott. Ja, auf zum nächsten Mod. Next Mod. Okay, der nächste Mod heißt Hello Christmas und ist, glaube ich, noch dümmer als der erste. Oh, das fängt schon gut. Oh nein, nicht schon wieder diese Tochter. Nein. Oh, Nikki. Der Nachbar. Sei ruhig, was redest du? Smoke weed every day. Komm, ich will den Weihnachtsbaum-Jumpscare haben. Ich muss irgendwie Weihnachten zurückbringen und vor dem Nachbar retten. Wow, sie macht Meme-Review. Meme-Review! Oder sie erschlägt eine Motte. Niki, ich hab mein Weihnachtskostüm irgendwo in meinem Raum verloren. Kannst du es bitte zurückbringen? Also dein Weihnachtskostüm läuft hier rum. Ich weiß ja nicht, was du für ein Problem hast, aber ich hab die Lösung schon gefunden. Dein Weihnachtskostüm macht seltsame Übungen. Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. Hört ihr diese Geräusche? Das würden die Wände atmen. Oh Gott, was ist das denn für ein Haus? Also es sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Es ist schön weihnachtlich. Vielleicht sollte man die Heizung ein bisschen anmachen, weil irgendwie fangen die einzelnen Gegenstände an zu gefrieren. Hier ist doch ein Kostüm. Boah, sieht schon wie ein Kostüm aus. Ist ein bisschen versteinert. Aber ich denke, das kann man schon tragen und sonst kann man es immer noch als Briefbeschwerer verwenden oder so. Hier, hast du ein Kostüm. So funktioniert Weihnachten, Kinder. Besonders mit... Was genau ist eigentlich die Rolle des Nachbarn in diesem Mord? Tut mir richtig leid. Guck mal, wie beleidigt der ist. Ich laufe jetzt weg bis ans andere Ende der Welt. Aber Hauptsache, ich mache meine Yoga-Übungen. Also geh ums Haus herum und dekoriere das Haus. E drücken, um eine Dekoration zu platzieren. Ah. Ich drücke E. Okay. Ah! Oh mein Gott. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es hier ein Horrorspiel ist? Oh, hi. Hi, Nachbar. Wie geht's? Jetzt kannst du wenigstens mal sagen, du bist der Star in diesem Haus, hä? Yay! Welches ist noch ein zweiter Weihnachtsbaum aus der Erde? Nee? Hm. Okay, ich gehe. Ach nee, nicht du. Okay, es ist so kalt hier, ich kann es nicht aushalten. Hol mir bitte ein bisschen Feuerholz vom Garten, damit ich ein Feuer machen kann. In meinem Haus, damit alles abfackelt, denn ich bin ein blöder Bruder. Was machst du? Er massiert seine unsichtbare Katze oder irgend sowas. Okay, dann holen wir mal das Holz. Okay, ich habe hier dein dummes Holz. Hier, bitte nimm. Ja, okay, sieht sogar noch ziemlich gut aus. Danke für das Feuer. Mir ist warm. Okay. Aber weißt du, was noch besser wäre? Heiße Schokolade. Du hast sie doch nicht mehr alle. Okay, hier noch deine Schokolade. Wo ist er hin? Er hat sich in Luft aufgelöst. Oh nein, er ist geschmolzen. Er ist geschmolzen wegen der warmen Schokolade. Okay, zurück zu der Rotzgöre. Okay, was hast du für uns? Wow, okay. Ich muss das Haus bemalen. Also vorher hat es besser ausgesehen. Okay, hier das Dach noch. Yay. Wo ist das dritte? Da oben? Ich bin nicht gut in solchen Klettersachen. Wie oft habe ich das schon gesagt? Also ich muss sagen, diese beiden Mods, die ihr jetzt gerade gesehen habt, sind von der gleichen Person. Und sie sind ziemlich gut gemacht, muss ich schon sagen. Oh mein Gott. Was machst du? Was ist das? Das ist ja mal der hässlichste Schneemann aller Zeiten. Schneemann-Attacke. Mein Vater war sehr wütend, weil wir das Haus angemalt haben. Er hat all diese Schneemänner mit Kameras versehen, damit sie dich überwachen können. Wir müssen sie zerstören. Warum? Wie sie guckt. Sie versucht glücklich zu sein, aber innerlich stirbt sie total. So, jetzt zeigen wir mal diesen Schneemännern, wo der Pfeffer wächst. Oh. Ja. Stirb, Schneemann. Friss Kugeln. Und zwar keine Schneebälle, sondern richtige Kugeln. Nachbar? Hast du ein Problem? Oh! Oh!
Der fängt uns? Ich dachte, das ist voll freundlich. Ah Gott, er schmeißt mit Tomaten nach mir. Ah, nein! Hör auf zu... Ah, du Tomatenwerfer! Gott. Was ist mit dem los? So, bin ich jetzt endlich entlassen? Darf ich jetzt in meine Freiheit zurück? Kannst du bitte meine Geschenke... Ja, genau, als ob ich jetzt deine Geschenke suche und rumrenne wie so ein Vollidiot. Sehe ich so aus, als wäre ich der Typ zum Geschenke sammeln, hä? Nee, kein Bock. Wir springen zum nächsten Mod, Leute. Next! Mod! Okay, der letzte Mod für heute. Schauen wir mal rein. Spiel starten. Hello. Okay. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, was hier die Geschichte ist. Aber mir gefällt dieser Filter ziemlich gut. Hey, schicke Türen. Boah, noch nie so einen leeren Kühlschrank gesehen. Meine Güte. Oh. Ja, das ist jetzt natürlich peinlich. Nee, schon gut, ich gehe ja. Ja! Oh Gott! Also das lief gerade ein bisschen schief, wie dieses Bild hier. Dieser Mod ist vielleicht noch nicht ganz fertig, aber das Beste ist schon mal da. Und zwar die Badewanne. Oh! Entschuldige mich kurz. Ja! Wow, guck mal seine Arme an! Was hat er mit seinen Händen gemacht? Ich glaube, er hat uns gezeigt, wie groß sein Pipi ist. Er läuft irgendwie auch anders. Er läuft irgendwie wie ein Topmodel. Nachbar? Geht's dir noch gut? Nein! Oh, wow. Wir gucken ihm einfach zu, wie er im Trockenen und mit einem Bein draußen badet. Hallo? Nachbar? Er hat eine Bärenfalle hingelegt. Kann ich die irgendwie auslösen? Was? Wie hat er mich jetzt gehabt? Na, da sind wir ja wieder, hä? Es gibt halt Dinge, die ändern sich nie. So. Wo kommt jetzt genau... Woher kommt er jetzt? Ach, kommt durchs Fenster! Okay, komm. Das ist eine Bärenfalle, die müsste sich eigentlich auslösen. Was? Okay, Leute, ich verstehe nicht genau, was ich hier machen muss, aber ist auch egal. Ich meine, jetzt habe ich dem Nachbarn beim Baden zugesehen. Das ist eigentlich auch das, was ich schon immer wollte. Ich wollte es vielleicht nie zugeben, aber ich wollte das schon immer mal sehen, wie er das macht. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und lasst die Glocken natürlich klingen. Die müssen ziemlich laut klingen, weil ich habe gehört, die Leute werden nicht mehr benachrichtigt, wenn ein Video kommt. Das geht natürlich gar nicht. Also guckt, dass ihr die Glocke aktiviert, dass ihr abonniert, dass ihr favorisiert. Was doch auch nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video. Nachbar, möchtest du noch was sagen? Hä? Ja, ist eine haarige Angelegenheit, hä? Naja, wie auch immer. Tschüss.